Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hasebubbi ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hallo Undead. Hoffe, du hast ein tolles Wochenende. Danke, dass du während der Woche vorbeigekommen bist. Als Dank gibt es von mir Pascals Rundenspaß. Bis bald. Ja, Montag, gratis Rundentag, Leute. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, wie wenn wir Montag haben, wie schnell doch dann die Woche rumgegangen ist. Eieiei. Damit bin ich mal heute mal gespannt, was wir hier Neues, Altes haben, weil, ja, wir wissen ja, ich muss mir selbst dann immer erst ganz frisch alles angucken. Ja. Ja, das wäre vielleicht interessant, aber auch nur vielleicht. Erstmal durchgucken hier. Ja, das hier ist, das war hier Akrobatik, Smogmog vom Feinsten. Versuchen zu greifen und dann blieb die hier, blieb genau hier oben drauf liegen. Also genau oben drauf. Ach ja, oh, unser Moorlord. Ja, stimmt ja, da war ja was. Eventuell, vielleicht. Muss ich mal gucken, wenn es nichts anderes gibt. Ja, auch hier die ganzen Paper Mario Sachen, die nicht ganz so gut gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich kann natürlich auch nicht hundertprozentig sagen, ob ich halt beim Training eine Runde bekomme, weil ich stehe bei einer Marke. Oder wir schnappen uns den hier, können wir natürlich auch machen. Ist natürlich die Frage, ob wir ihn freibuddeln können. Das ist immer so die Schwierigkeit dabei. So, hier hätten wir auch den Donkey Kong, den wir auch probieren könnten, je nachdem, ob er sich auch greifen lässt. Das ist natürlich die Frage. Oder unseren tollen, nervigen Tingle. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mal ein Video von einem Japaner gesehen, wie Tingle hier einfach nach rechts gehüpft ist. Und er hat ihn dann bekommen. Aber wie das passiert ist, frag mich nicht. Da hat sich dann irgendwas ganz komisch verkeilt. War vielleicht sogar nur ein Bug, der dann später gefixt wurde. Könnte auch sein. Ja, den Tingle, der fehlt uns auch noch. Also Tingle macht es uns nicht leicht. Aber ich glaube, da hatte ich auch damals ein bisschen gefehlt, weil dieser Block hier in der Mitte halt nicht wirklich, ja, nicht eine passende Form hat. So, das haben wir komplett. Das hier könnte man eventuell auch spielen, dass man sich zumindest versucht zu konzentrieren, hier die linken Marken zu bekommen. Wobei natürlich die Frage ist, wenn man dann hier so reingreift, ob man dann hier eher, Gott, wie hieß er nochmal, der, ich hab's vergessen. wenn man ewig nicht mehr Splatoon spielt, dann kriegt man natürlich die Namen nicht mehr mit. Oder wir könnten den hier spielen mit links und rechts Bewegung. Das wäre natürlich auch interessant. Halt nur so zur Sicherheit, dass man halt vielleicht, ja, mehr als eine, also dass man vielleicht nur zwei Runden hat maximal. Bleibt natürlich auch die Frage, ob dann halt die, ja, ob die Marken sich auch alle lockern beim ersten Griff. Wisst ihr was, ich spiele einfach den hier und dann spielen wir heute mal ein bisschen mit links und rechts Bewegungen. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich hier so reingreife, dass ich den hier berühre und gleichzeitig, dass ich halt die hier noch lockern. Und falls nicht, dann muss man halt beim Training ein bisschen Glück haben. warte mal, was wäre das Schlimmste? Also ich würde ihn hier nach unten drücken, er würde ihn hier lockern und er würde ihn hier lockern. Und dann muss es halt so wieder eine Kettenreaktion passieren. Ich glaube, ich hatte den sogar mal beim Training, dann hat sich die Marke hier nicht gelockert, aber das werden wir ja dann genauer sehen. Problem ist halt nur, ich könnte natürlich auch versuchen, hier so reinzugreifen, dass die Marke hier die rüberschiebt, aber ob die hier dann lockert, ist natürlich die andere Sache. Und wenn die übrig bleibt, dann, ja, dann hat man natürlich das Problem. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Falls nicht, dann haben wir zumindest, oh, ich hätte nicht zu weit nach links gehen sollen. Na, komm. Ah, Mist, die ist jetzt noch locker, die ist noch fest hier. Ich habe jetzt nur auf die Marke hier geguckt. Ah, ärgerlich. Ja gut, ich lockere die Marke und wenn ich beim Training halt keine Runde bekomme, habe ich halt Pech gehabt. Was bleibt mir anderes übrig? So, alles klar. Vielleicht fällt ja noch ein bisschen mehr runter dabei. Na komm. Was? Alter, wie er die gerade festgehalten hat. Okay, gut. Also wie gesagt, ich muss jetzt darauf hoffen, dass ich beim Training eine Runde bekomme, damit ich hier ein bisschen mit links- und rechtsbewegungen arbeiten kann. Wird vermutlich eine Weile dauern. Vielleicht auch gar nicht, wenn ich keine Runde bekomme. Weil ich habe mir wieder sagen lassen, dass es trotzdem immer noch der Fall sein kann, dass man beim Training keinen Bonus bekommt. Und wenn wir dann noch einen Kran haben, bei dem wir nicht genug Magen bekommen, dann, ja, dann war es das dann vermutlich. So. Ja, was dann eine Marke ausmachen kann. Aber normalerweise müsste man das sagen, wenn man keine Links-Rechts-Bewegung machen könnte, dann hätte man bei dem Kran nur, ja, da müsste man halt wirklich mehr als ein, zwei Runden reinhauen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir dann heute vielleicht die 2000 erreichen könnten. Aber erstmal gucken, was das Training gibt. Hoffentlich viele Marken. Bitte, bitte. Na, Bobby, zeig uns einen guten Kran. Na. Ich hasse diese Art von Kran.
Hier ist heute ein Trainingskernspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja. Problem ist nämlich, um diesen Block jetzt zu bekommen, muss man hier fast alles vorher weghauen. Also man kann nicht ganz nach links gehen und sich den Block greifen, weil hier irgendwas verkeilt und dann hat man natürlich das große Nachsehen. Ich gehe sogar stark davon aus, dass sogar die Marke alleine hier, wenn die hier nach unten rutscht und hier liegen bleibt, dass die den Block hier blockiert. wie fange ich eigentlich am besten an, frage ich mich gerade. Ich glaube, ich greife einfach Lamus, dass ich hier so reingreife, dass dabei dann vielleicht noch die anderen Marken sich mitlockern. Hoffen wir es einfach mal. Wenn nicht, dann war der Tag heute verschenkt. So, alles klar, komm, werfen runter. Alles klar, okay, gut. Ja, aber wie gesagt, das Problem wird halt sein, dass vermutlich egal, ob die Marke oder die Marke hier übrig bleibt, dass der Block hier dann hier liegen bleibt und dann hat man natürlich das Nachsehen. So, ich versuche mal hier Dragon hier zu greifen. Hoffentlich rutscht sie mir nicht weg. Na komm, hab sie. Die müsste er haben. Oh! Na toll. Was war das denn? Ja, wie gesagt. Wenn ich den Block jetzt nach links gehe, der rutscht nach rechts und dann bleibt er dann hier irgendwo liegen. Also, weil die hier, diese Stelle hier, die blockiert die Marken zum Rüberrutschen. Ja gut, was bleibt mir anderes übrig? Werde halt nochmal reingreifen. Dass sie dich so komisch gegriffen hat. Jetzt hebst du doch immer fest. Was ist los mit dir, Greifer? Ja gut, vergiss es. Das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Ich hasse diesen Kran. Der ist noch schlimmer als die Bombenkräne, bin ich ganz ehrlich. Weil diese blöde Lücke da unten ist. Was sie da überlegt haben, das ist echt gemein. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, den Block rüberzuschieben, aber ich werde mit euch da bleibt liegen. Zeig's euch. So, weiter kann man natürlich nicht gehen. Man muss halt, man muss ihn halt nach rechts schieben. So, ja, seht ihr? So extrem blockiert ist. Und selbst wenn dann keine Marke ist, dann bleibt der Block hier liegen. Och, Leute, ey. Na komm, greift dann wenigstens noch die eine Marke hier. Also so eine widerspenstige Marke habe ich noch nie gesehen. Ja, seht ihr? Und dann bleibt der Block hier liegen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr es geschafft habt, diesen Kran zu komplettieren. Ich mag ihn nicht. Ich würde ihn vermutlich nie im richtigen Kranspiel spielen, weil es ist mit 5 Runden, das ist nix. Na bitte, 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 bitte. Okay, gut. Das Game ist gnädig mit mir. Dann würde es heute ein bisschen länger dauern, bis der Part kommt. Ihr wisst es ja. Mit links und Restbewegung dauert das immer eine Weile. Ich denke mal, ich hoffe es eigentlich so 2 Stunden. Eventuell. So. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn halt hier die Ladezeiten mal ein bisschen vorbeigehen. So, machen wir den Kran. Da haben wir ihn. Und dann, ja, dann bis gleich. Na endlich, Leute, nach über 2 Stunden hat das endlich geklappt hier. Und ja, das sind auf jeden Fall, ja, wir haben garantiert unsere 2000 Marken bekommen, weil das sind alles große Marken, habe ich hinterher noch gesehen. Und ja, ich freue mich. Wir haben die 2000 erreicht. Aber bevor wir das wirklich uns anschauen, möchte ich gerne nochmal gucken, wo ich die eine Runde nutze. Ich könnte sie entweder hier nutzen oder eventuell bei den Vivillon. Warte mal, wo waren die denn nochmal? Jetzt suche ich die natürlich wieder. Bin natürlich wieder in die falsche Richtung gegangen. Da haben wir sie. Und zwar würde ich gucken, dass ich vielleicht hier so reingreife, dass ich halt die blaue nach unten drücke und dann hier die weiß-graue da greife. Dass dann vielleicht auch die mit runterfällt. Das wäre so die Idee. Wenn es nicht klappt, auch egal. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag. So, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Leider nicht. Also die bleiben dann trotzdem liegen. Aber wir haben immerhin dann die hier. Um die müssen wir uns dann keine Sorgen mehr machen. Alles klar. Okay. Gut. Ja, dann müsste ich auf jeden Fall nochmal kurz in die Sammlung gehen. Und danach gucken wir dann uns unsere Statue an. da sind sie ja, die ganzen Marken hier. Na, kommt her. Der letzte auch. Der Schwertkämpfer. Oder was auch immer das war. So, Bobby. Nee, lass uns mal schnell zur Sammlung gehen. Ach ja, also ja, etwas über 2 Stunden,
war zwar ein bisschen nervenaufreibend, dadurch, dass halt, ja, dass man mit zwei Runden habe ich alles lockern müssen und dann Glück haben müssen, dass ich beim, ja, beim Training einen Bonus kriege. Aber ja. Ich weiß gar nicht groß, was ich sagen soll. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen, was ich sagen soll, wenn ich dann zur Statue gehe. Aber da wird uns ja Bobby noch ein bisschen was erzählen. Na, Bobby, zeigen wir uns mal ganz kurz hier die Sammlung. Oder ein bisschen länger. Na, go, go, go. Ja, Ladezeiten. Ne, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen das hier sehen. Da haben wir es. Komplett mit, ja. Ja, als Rampe geht es natürlich ziemlich locker, flockig. Dann haben wir hier Set Nummer 165. Gehen wir gleich wieder nach oben hier. Und dann gucken wir uns mal eben noch schnell die Statue an. Wenn ich jetzt hier alles schön, ja, schön gerade habe. Gut. Na, Bobby, zeig uns mal. Vielleicht, das ist ja, das ist, stimmt ja. Ich habe die ganze Zeit vor lauter hier, ja, 2000. Die Statue wird ja noch verändert hier. Na, Bobby, Sammlerstufe 11. Damit wirst du jetzt sogar zur Legende. Hut ab. Ich als Legende, okay. Dann leiste ich jetzt auch mal einen legendären Beitrag. Okay, die wird auf jeden Fall verändert. Bin ich mal gespannt. Na, Bobby, zeig sie uns. Wie sieht sie jetzt aus? Oh, okay, ein großes Buch. Es ist geschafft, die Statue aller Statuen ist fertig. Ich nenne sie Giga Goldgigant. Okay. Die größte Statue ist diesmal an die des Buches angepasst. Riesig. Allerdings, ich habe wie besessen daran gearbeitet, aber das sieht man ja auch. Das ist die letzte Statue, mein allergrößtes Werk. Echt die letzte? Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Du doch hoffentlich auch. Du hast jedenfalls stolze 2000 Marken gesammelt, Annette. Du giltst hier jetzt schon als Legende. Das weckt große Emotionen in mir. Kein Grund für Tränen. Es fällt mir schwer, nicht loszuheulen, aber du kannst noch mehr Marken sammeln, wenn du magst. Ui, schon wieder so spät. Ich muss noch was erledigen. Tschüssi. Okay, gut, dann, ja. Dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Nee, wartet mal, stopp. Bevor ich hier jetzt irgendwie den Part beende, möchte ich mich nochmal herzlich bei euch bedanken, Leute. Also, ihr, also besonders bei den Leuten, die wirklich vom Anfang an dabei sind, die da wirklich zugucken, jeden Tag die Folgen verfolgen. Ja, die Folgen verfolgen. Und ja, ich glaube, von der Motivation her, also dadurch, dass ihr halt immer wieder täglich zuschaut, ich glaube, das hätte ich sonst nicht durchgezogen, so lange so viele Folgen zu machen. Also ich hätte das Spiel vermutlich privat weitergespielt, aber wirklich täglich eine Folge bringen, das ist, ja, da muss man halt irgendwie so einen Motivationsschub haben. Und ihr seid der Motivationsschub, bin ich ganz ehrlich. Und ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr noch bei den nächsten Folgen weiterschaut. Also ich werde auf jeden Fall noch weitermachen, so ist es nicht. 2000 ist zwar eine schöne Zahl, aber es geht noch ein bisschen weiter. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wirklich gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, ciao, ciao.